Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream heute. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir sind sicher, dass heute wirklich wieder Segen da ist für dich. Ja, wir begrüßen dich herzlich. Schön, dass du mit dabei bist und schön, dass du jetzt Ausschau hältst nach dem, was Gott für dich hat. Weil es geht wirklich immer um sein Wort, immer um eine Begegnung mit ihm und immer darum, die Fundamente in ihm zu stärken. Herzlich willkommen. Halleluja. Vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen beim Kairos am Dienstag. Dieses grandiose Buch, die gute Nachricht, die niemand wissen wollte, ist tatsächlich jetzt wieder lieferbar. Der Preis bleibt bei 10 Euro. Preis den Herrn. Preis den Herrn, ja. Und über 440 geballte Seiten, wirklich super gute Literatur. Wir sagen, es ist ein Buch für die Arche, was wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Und wir denken, zu diesem genialen Preis ist das wirklich ein Geschenk für den Leib Christi in Deutschland. Kannst du also momentan bei uns bestellen. Es ist gerade im Druck. Es wird also ein bisschen dauern, bis es geliefert wird. Ja, 2-3 Wochen, schätze ich mal. Und dann schicken wir dir es zu. Also herzliche Einladung, dir das zu bestellen. Du wirst es nicht bereuen. Ja, uns ist es ein Anliegen, wirklich euch mit gutem Material an Literatur zu versorgen, euch das anzubieten, damit wirklich diese Arbeit in den Archen, aber auch in deinem persönlichen Glaubensleben wirklich gut vorangeht. Und uns segnen Bücher, die wir in die Hände bekommen und wo wir wirklich merken, oh, das ist eine Betonung Gottes auf solchen Büchern, die wollen wir an euch weitergeben. Amen. Und du hast ja heute auch was mit einem Buch. Richtig, genau. Aber dazu kommen wir später. Ja. Ich habe heute ein sehr interessantes Thema, wo ich überzeugt bin, dass jeder von uns schon mal mit diesem Thema konfrontiert wurde. Und manche von uns vielleicht sogar, ich will mal sagen, jeden Tag oder ständig oder oft. Und ich will euch einfach mitnehmen in dieses Thema, was jedes Leben berührt, genauso wie unsere Atmung. Und vielleicht hast du schon gelesen, der Titel davon ist Tränen sind kostbar. Ich habe mir also Gedanken gemacht, tatsächlich, über Tränen, über das Weinen. Und warum sollen sie kostbar sein? Kostbar für uns oder auch kostbar für Gott? Es geht nicht darum, dass wir nur Tränen vergießen, um des Weinens willen, sondern einfach dieses Thema ist viel, viel größer. Und ich habe gesehen, welch eine Schöpferkraft in unseren Tränen verborgen ist. Und da will ich dich einladen, jetzt mit mir einzusteigen. Weinen gehört ja zu unserem Leben wie Atmung, wie etwas, was quasi immer gegenwärtig ist. Und Weinen passiert dann, wenn wir in unserem Leben, in unserem Herzen von Traurigkeit bewegt sind, aber auch von Lachen, wenn wir von Freude erfüllt sind, also dieses Freudentränen. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, dass dir vor Freude, vor innerer Bewegung, vor überströmender Glücklichkeit die Tränen gekommen sind. Also Tränen sind wichtig. Tränen kennzeichnen bestimmte Lebenssituationen und sie signalisieren uns und anderen Menschen, wie wir uns fühlen. Tränen haben also mit unseren Emotionen in erster Linie zu tun und sie entstehen oft unter dem Denken, also wie unsere Gedanken ausgerichtet sind. Tränen entstehen aufgrund bestimmter Worte, auch unserer eigenen Worte. Tränen entstehen wegen bestimmter Umstände, Kämpfen, Herausforderungen, Katastrophen, Traumata, aber eben auch in diesen überströmenden, glücklichen Momenten. Die meisten Tränen fließen, so habe ich es gelesen, bei Schmerzen oder in Trauer. Meistens
weinen wir eben aus einer persönlichen Betroffenheit wegen etwas, das in unserem inneren Menschen als erstes stattfindet. Also in unserem inneren Menschen, der innere Mensch weint zuerst, sagen wir es mal so, bevor die Augen quasi überfließen. Der innere Mensch ist an diesem Weinen an erster Stelle beteiligt. Wir weinen wegen Trauer, weil wir diesen Verlust eines geliebten Menschen erlebt haben. Und für viele von uns ist das in den letzten, sagen wir mal, 2,5 Jahren, in den letzten Monaten vor allen Dingen, ein plötzlich unerwartetes und überraschendes Ereignis geworden. Niemand hat mit einem plötzlichen Ableben so schnell gerechnet. Wir weinen aus dem Erleben von Frustration über bestimmte Dinge, über Menschen, über den Verlust von Beziehungen, von Freundschaften, von miteinander unterwegs sein, von Umständen, die sich nicht bewegen, von Wegen, die sich einfach nicht öffnen wollen. Menschen weinen oder wir weinen aus Ärger, aus Bitterkeit, Enttäuschung, Wut, Ablehnung, weil wir bemerken, dass sich die Dinge doch nicht so dargestellt haben, wie wir das erwartet hatten. Und das ist auch bei uns gläubigen Menschen der Fall. Also es ist nicht so, dass wir immer sagen können, ja, das ist nicht bei uns, das sind nur die anderen in der Welt. So ist das nicht. Es ist auch bei uns gläubigen Menschen der Fall. Wir weinen nämlich auch deshalb, weil wir erleben, manchmal sehr schmerzhaft erleben, dass wir in unserem Glaubensleben doch nicht so im Sieg und so in der Überwinderkraft stehen, wie wir eigentlich dachten, dass wir es tun. Wir weinen, weil wir körperliche und seelische Schmerzen erleben, die sich lange ausdehnen und die sich immer noch nicht in vollkommener Heilung manifestiert haben. Wir sind darüber unglücklich, nicht nur in dem natürlichen, schmerzlichen, körperlichen Ereignis oder Gefühl, sondern auch in unserem Glaubensleben. Wir leiden darunter, dass das noch immer nicht durch ist und unser Kampf noch andauert. Wir weinen, weil Sorgen, Ängste und Hilflosigkeit oft mitten in unser Glaubensleben hineinplatzen und wir wieder einen Kampf aufnehmen müssen. Und manche Menschen weinen aus Selbstmitleid, weil ihr Blick so festgehalten ist von den natürlichen Gegebenheiten, von den Unmöglichkeiten, dass sie das möglich bei Gott einfach im Moment nicht sehen können. Und deshalb entwickeln sie keinen Glauben, dass sich etwas verändern würde. Und sie bleiben in diesen Frustrationsemotionen bleiben sie einfach hängen. In einer sehr schwierigen Lebenssituation unserer Tochter hat sie mir eine Information, sehr interessante Information zugeschickt, die hatte ich mir damals abgespeichert und an die hatte ich mich jetzt vor kurzem erinnert. Und das ist etwas, was mit Bildern zu tun hat, Bilder über unsere Tränen. Und dazu bekam ich in den letzten Tagen auch ein Buch in die Hände, das sich mit dem gleichen Thema beschäftigte. Und das hat mich dazu geführt, dass ich euch heute mit diesem Thema bekannt machen möchte. Ich möchte euch einfach mit da reinnehmen, weil es hat mich, also sowohl diese Erinnerung an diese Bilder, die ich mir wieder angeguckt habe, als auch dieses Buch, es hat mich so beschäftigt, dass ich das mit in mein Gebetsleben mit reingenommen habe und habe immer wieder gehorcht, Herr, was ist das? Ist das wichtig? Ist das wirklich gut? Ist das so, versteht ihr? So entstehen manchmal die Themen, die ich euch dann nahe bringen möchte. Und dieses Thema ist daraus entstanden. Tränen sind kostbar. Nicht nur kostbar für uns, sondern wirklich
kostbar für Gott. Und das wirst du im Laufe dieses Vortrags hier von mir sehen. Tränen sind wichtig und sie sind ganz unterschiedlich. Und Tränen sind die Sprache unseres Herzens. Das ist wirklich etwas, was ganz tief aus uns herauskommt. Also die Information, die meine Tochter mir geschickt hatte, die kam von einer amerikanischen Fotografin, Rose Lynn Fisher. Und die ist auf dem Weg gewesen zu einem interessanten Gebiet, nämlich 2008 hatte sie sich gefragt, ob wohl Tränen unterschiedlich sind. Verstehst du? Sind Tränen von Trauer unterschieden von Tränen von Freude? Sind Tränen von einer bestimmten Bewegung oder Veränderung anders als zum Beispiel Tränen, die wir weinen, wenn wir Zwiebel schneiden? Und so hat sie sich Gedanken darüber gemacht und hat dann überlegt, wie kann man Tränen in Bildern festhalten? Und das war etwas, was ich euch auch gleich mitgeben möchte. Ich will es euch gleich zeigen. Also Tränen der Trauer sind anders als Freudentränen. Und so hat sie Tränen auf eine Glasplatte gebracht und mit einem besonderen Verfahren kristallisiert. Und dann kamen wunderschöne verschiedene Muster heraus. Und sie hat diese Auflösung in 400-facher Auflösung gemacht. Das heißt, unter einem fotografischen Mikroskop, so will ich es mal beschreiben. Das trifft es vielleicht nicht in der Fachsprache, aber sie hat einfach geguckt, wie kann man das fotografisch erfassen. Es gibt auch einen niederländischen Fotograf, Maurice Mikkers, der tropfte auch Tränen auf eine Glasplatte und hat sie auch fotografiert. Er ist so weit gegangen, dass er mit diesen fantastischen Bildern sogar Kunstausstellungen weltweit gemacht hat. So, und hier zeigen wir euch jetzt mal diese Bilder, die entstanden sind. So, oben links siehst du, wie jemand Tränen quasi entwickelt, als er in die Sonne schaut. Und das daneben ist, wenn man nicht zwinkert, dann vertrocknet nämlich ein bisschen diese Filmstruktur auf den Augen. Daneben dann dieses Schmerzen, da siehst du schon diesen Unterschied ganz krass. Oder auch ganz rechts zu glücklich sein. Unten ist dann Frustration oder dieses Bekannte, was wir alle kennen, Zwiebel schneiden. Oder dann eben hier auch dieses Trübgraue, wenn Menschen in Traurigkeit sind. Und ganz rechts unten Sturmböen. Sturmböen machen tatsächlich etwas mit unseren Augen. Das nächste haben wir nochmal. Da sind diese etwas näher gekommenen Strukturen zu erkennen. Du siehst Tränen der Trauer oder der Veränderung oder wenn man Zwiebel schneidet oder wenn man lacht. Es sind total unterschiedliche Strukturen zu entdecken. So, das hat mich wirklich, als ich das erste Mal gesehen habe, ich war wirklich überrascht und ich fand das so bemerkenswert. Das sieht so ungewöhnlich aus und ich habe wieder daran gedacht, was ist Gottes Schöpfung, dass sogar unsere Augen unterschiedlich sind. Also er hat nicht nur deine Haare gezählt, das möchte ich mal damit sagen. Du hast nicht nur eine unterschiedliche Struktur an deinen Fingerkuppen, sondern Gott hat deine Tränen unterschiedlich gestaltet. Es bedeutet also viel, viel mehr, als dass wir nur weinen. Es ist einfach so, wir weinen vor Freude und in Kummer und wir weinen, wenn wir Zwiebel schneiden, wenn ein Fremdkörper ins Auge gekommen ist, dann weißt du, oh, sofort fängt das Auge an zu tränen. Warum schmecken eigentlich Tränen
salzig. Und warum läuft uns beim Weinen die Nase? So, das sind so Gedanken, die ich mir auch gemacht hatte. Und das will ich euch jetzt ein bisschen nahe bringen. Tränen bestehen nicht nur aus Salzwasser, das wir als Geschmack wahrnehmen. Denn wenn wir weinen, dann läuft nicht nur die Träne über die Wangen außen, sondern du merkst das ja, im Inneren der Nase, hinten in der Mundhöhle, merkst du, dass auf einmal viel mehr Flüssigkeit da ist, du musst schlucken und du merkst auf der Zunge diesen bitter-salzigen Geschmack. Und das liegt daran, dass diese Tränenkanäle ganz nah an der Nasenwurzel sind und wenn uns die Tränen laufen, dann ist das quasi wie so ein Überlaufventil und die Tränenflüssigkeit läuft auch in der Nase ab. Unsere Tränen sind nicht einfach nur eine salzige Brühe, die wir wahrnehmen, sondern sie enthalten bestimmte antibakterielle Enzyme, sie enthalten Proteine und wichtige Antikörper. Erstaunlich ist, dass sie die gleiche Elektrolytzusammensetzung haben wie unser Blut. Normalerweise produzieren wir pro Tag etwa 0,5 bis 2 Milliliter Tränenflüssigkeit. Weint ein Mensch natürlich oft am Tag oder oftmals, dann sind bestimmte Augenreizungen damit verbunden und so kann diese Tränenflüssigkeitsmenge auf bis zu 100 Milliliter ansteigen. Allerdings ist das tatsächlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, altersbedingt oder auch wie wirklich das Originalauge nämlich beschaffen ist. Tränen bzw. Tränenflüssigkeit ist wichtig. Sie sorgt für den Schutz auch unserer Augenoberfläche und auch unser Augenlid, was immer wieder auf uns zugeht, bewegt diese Augenflüssigkeit auf der Augenoberfläche und schützt so diese Augen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wusstest du, dass neugeborene Babys gar nicht mit Tränen weinen, sondern sie weinen nur durch stimmliche Äußerung, denn diese Tränenkanäle, diese ganzen, sagen wir mal, biologischen Gegebenheiten sind noch gar nicht entwickelt. Erst etwa, wenn das Baby einen Monat alt ist, sind sie ausgereift und dann weinen Babys tatsächlich mit Tränen. Beim Weinen produziert die Tränendrüse mehr Flüssigkeit, als wieder ablaufen kann. Das Auge läuft sozusagen über. Tränenflüssigkeit bildet sich ebenfalls, wenn eben ein Fremdkörper in unser Auge reingekommen ist. Das kennst du ja bestimmt, wenn eine kleine Mücke dir ins Auge gekommen ist, ein Sandkörnchen, Staub oder was auch immer. Und dann bildet sich sogenannte Reflextränen. Also das Auge fängt sofort an mit der Produktion oder die Tränendrüsen sind es ja mit der Produktion von mehr Flüssigkeit, damit dieser Fremdkörper möglichst aus dem Auge herausgeschwemmt wird. Werden die Augen von äußeren Reizen, also jetzt nicht nur durch Fremdkörper, sondern wie Dämpfe oder Säuren oder Rauch oder auch sogar Wind, werden sie damit konfrontiert, dann kommen diese reflektorischen Tränen und schützen unsere Augen. Es wird einfach nur mehr Tränenflüssigkeit produziert. Allergische Reaktionen, das kennen auch viele von uns, allergische Reaktionen oder krankhafte Veränderungen in unserem Körper, in unserem Auge, lassen auch mehr Tränenflüssigkeit produzieren, damit diese Augenoberfläche immer wieder geschützt wird. Sogar beim Gähnen bilden sich mitunter Tränen. Und wenn in die Nase ein fremder Gegenstand eingeführt wird, und das kennen alle oder fast alle unter uns, wenn also ein harter Gegenstand wie ein Stäbchen oder ein
Teststäbchen weit oben in die Nase eingeführt wird, kommt ein automatisches Signal und es entstehen Tränen, weil da gibt es einen ganz engen Zusammenhang und es ist eine sehr, sehr empfindliche Stelle. Wir haben also drei große Felder, ich sage es nochmal, Tränen, die durch extreme Emotionen wie Trauer oder Verlust oder Wut oder Ablehnung zustande kommen. Dann die Tränenflüssigkeit, die kontinuierlich hergestellt wird, damit unsere Augen versorgt sind, gereinigt sind, befeuchtet sind. Und das dritte war diese reflexhaften Tränen, wenn Fremdkörper oder Rauch oder Zwiebelschneiden eben unsere Augen betreffen. Ich fand das sehr interessant, als ich all diese Informationen zusammengelegt habe. Und es beschäftigt mich ja nicht nur, ihr Lieben, das ist ja immer schon so, es beschäftigt mich nicht nur so das Äußere und wie ist das Biologische und wie genial hat Gott das denn gemacht, sondern was mich in diesem Thema beschäftigt, das ist wirklich, was sagt die Bibel über unsere Tränen? Was sagen Männer und Frauen der Bibel in diesem Thema Tränen, Weinen, diese ganzen Emotionen, die in diesem Bereich da unterwegs sind? Ich bin sicher, dass du bestimmt jetzt spontan einen Vers aus der Bibel kennst, der sich mit dem Weinen beschäftigt. Da lesen wir ja in dem Psalm 30, Vers 5, den Abend lang währt das Weinen, aber am Morgen kommt die Freude. In diesem Vers hast du beides. Am Abend die Tränen, aber am Morgen, wenn die Freude kommt, dann sind auch Freudentränen möglich. David hat das mitten in seinen Bedrängnissen erlebt, dass am Abend Weinen vorhanden sein kann, aber dass der Herr diese Tränen in der Nacht oder diese die Dinge in der Nacht verändern kann, sodass am Morgen wirklich die Freude durchbricht. Das Buch, was ich mit zu dieser Information über die Bilder in die Hände bekam, das hat mir ermöglicht, nochmal eine ganz andere, neue Sicht auf Weinen und die Tränen unseres Glaubens zu bekommen. Es hat mich wirklich gesegnet, das muss ich echt sagen. Und zwar ist es dieses Buch, das Geschenk der Tränen von Corey Russell. Corey Russell ist ein Mann, der diese Dinge mit dem Weinen, mit den Tränen in einer ganz besonderen Art und Weise erlebt hat. Wir haben das Buch deshalb auch in unseren Shop aufgenommen. Du kannst es bestellen, weil wir finden seine Beiträge, das, was Corey geschrieben hat. Ich empfinde, das ist für eine Zeit wie jetzt geschrieben. Es ist nicht ein Buch, was sich mit den Dingen von Corona beschäftigt, sondern mit den Dingen, die jetzt für die Gemeinde, für uns persönlich echt nochmal einen ganz anderen Aspekt beleuchten. Er hat von persönlichen Zeugnissen darin geschrieben. Er hat prophetische Worte für unsere Zeit reingeschrieben. Und das war etwas, was mir eine ganz neue, nochmal eine andere Sicht auf mein Gebetsleben gezeigt hat. Das Gebet als ein Herzensverlangen, das Gebet, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass es vorankommt, dass wir es weiterbringen, dass wir Bauarbeiter sein wollen, sein sollen, die uns ermutigen lassen, wirklich dran zu bleiben, die sich nach Erweckung und nach geistlicher Wahrheitsveränderung ausstrecken und nach Heilung und Wiederherstellung. Und das nicht nur für mich selbst, sondern in diesem, was er beschreibt, habe ich gedacht, hey, das ist wichtig, dass ich da dranbleibe. Für mich, aber auch für meine Kinder, für die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, für die Menschen, die ich damit ermutigen möchte und ermutigen kann. Corey Russell ist ein Leiter, der in verschiedenen Gebetshäusern gearbeitet hat und er hat die Leidenschaft, die Gemeinde in eine persönliche Offenbarung von Jesus neu hineinzuführen, in eine innige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und die Kraft des Gebetes zu erwecken.
das allein hat es für mich schon wertvoll gemacht, dieses Buch zu lesen. Er schreibt zu Beginn: Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist die Gemeinden an einen neuen Ort des Gebets führt, den wir in dieser Generation noch nicht gesehen haben. Was sagt Gott zu uns in dieser turbulenten, irritierenden und verwirrenden Zeit? Was ist unsere Berufung als Leib Christi angesichts einer zunehmenden Verfinsterung der Kultur, wenn wir sehen, wie die Spaltungen größer werden? Wie reagieren wir darauf, wenn der Aufruhr in der Gemeinde genauso laut ist wie außerhalb? Was ist die Antwort auf Tage wie diese? Und sein Fazit ist, dass die Gläubigen im Lauf der Zeit so harte Herzen bekommen haben und dass dies nicht einmal bemerkt wurde. Dass die Herzenshärte die größte Bedrohung für unsere Fähigkeit ist, die jetzige Generation mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist sein Statement, das ist sein Fazit, das ist so das, was er als grundlegendes Element für die Erkenntnis hat, dass wir etwas verändern müssen, verändern sollen und verändern können. Er schreibt, dass wir in diese Zeit, in die wir jetzt eingetreten sind, die Gemeinde an einen Ort der Demut und der Gebrochenheit, dass die Gemeinde da hinein gezwungen wird quasi, die wir seit Generationen nicht mehr gesehen haben. Wir verlassen die Position der hochpolierten, schön artikulierten Gebete und treten in einen neuen Zeitabschnitt des demütigen Betens und des gebrochenen Betens. Diese Art des Betens wird Gott dazu veranlassen, zu kommen und seine Gerechtigkeit auf uns regnen zu lassen. Sein Anliegen ist es, dass der harte, steinige Boden sowohl in uns selbst, auch als in denen, die in der Gemeinde sind, aufgebrochen wird. Und deshalb ist sein Statement auch: In dieser Zeit brauchen wir Tränen. Er schreibt Kapitel in diesem Buch, die überschrieben sind mit Tränen für ein weiches Herz, Hannas Tränen und Jakobs Kampf, Marias Tränen. Jesus weinte, weinende Propheten und Apostel, und über Tränen der Erweckung. Und er schreibt immer diese prophetischen Worte dazu, das, was er im Gebet von Gott empfangen hat und was prophetisch für diese Zeit gesetzt ist. Und das hat mich wirklich neu inspiriert, als Erweckungsproklamierer unterwegs zu sein. Wir werden Heilung, Befreiung und Durchbrüche an den Orten sehen, für die wir seit Jahren gebetet und gerungen haben, damit Gott sich dort bewegt. Wir werden sehen, wie ein gewaltiger Geist der Erweckung diese Nation trifft. Und wir werden sehen, wie eine Generation, die Gemeinde verlassen hat und tief in die Welt gegangen ist, übernatürlich zurückkommt. Wahrscheinlich ist das auch ein Verlangen, ein Gebet, was viele unter uns hier haben. Gott gibt seinem Volk in dieser Stunde das Geschenk der Tränen, eine göttliche Gnadengabe. Es wird aus der menschlichen Unfähigkeit heraus geboren, irgendetwas entstehen zu lassen. Tränen kommen, wenn mir oder dir die Möglichkeiten ausgehen. Sie sind eine ganz eigene Sprache. Sie sind Ausdruck einer Seele, die auf der anderen Seite von Worten angekommen ist. Solche Tränen werden eine Reaktion Gottes hervorrufen. Er wird zu deinen Tränen nicht schweigen. Das ist ein Wort, was aus Psalm 39, Vers 13 kommt. Gott wird zu deinen Tränen nicht schweigen. Da, wo du gebetet hast, wo du geglaubt hast, für deine Kinder, für die Leute in deiner Umgebung, dass das Reich Gottes durchbricht, wo du gebetet hast, dass endlich Erweckung losbricht, Gott wird zu diesen deinen Tränen nicht schweigen. Ich will euch ein, zwei Kapitel vorstellen, also inhaltlich euch präsentieren, damit
ihr einfach wisst, wie dieses Buch auch ein bisschen ausgerichtet ist. In einem Kapitel beschreibt er den kürzesten Vers, den es in unserer Bibel gibt und der doch so von einer tiefen, breiten, weiten Bedeutung ist, dass er in seiner Auswirkung das ganze Universum erschüttert hat. Und zwar sind es eigentlich nur zwei Worte, aber die sind besonders und gerade auch für uns heute. Der Gott, der alles geschaffen hat, der auch diese Qualität, den Inhalt unserer Tränen so besonders geschaffen und gemacht hat, der das Wasser mit seiner hohlen Hand abgemessen hat und den Himmel mit einer Spanne ausgemessen hat. So beschreibt es ja Jesaja 40, Vers 12. Dieser Gott, den wirst du sehen in Johannes 11, Vers 34, in diesen beiden Worten, die heißen, Jesus weinte. Jesus weinte. Sie sind Bestandteil des Berichtes um den Tod von Lazarus, der seit 4 Tagen da schon im Grab lag. Alles war an diesem Tag besonders, als Jesus endlich nach Bethanien kommt. Corrie beschreibt diesen Moment am Grab einfach so. Umgeben von Skeptikern, Kritikern, Fremden, Jüngern und Freunden steht die Zeit still, als der Sohn Gottes, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Unerschaffene, der Herrscher der Nationen, der König der Könige, Jesus, der eine, der das Undenkbare tut. Er weint. Jesus weint. Jahrelang dachte ich, das wäre nur so eine Träne der Bewegung gewesen, so der inneren Bewegung. Aber langsam begann ich zu verstehen, dass sich in diesem Moment im Geist Jesu ein Sturm zusammenbraute und in Strömen von Tränen hervorquoll. Wir müssen anhalten und zuschauen, wie Jesus weint. Wir müssen den weinenden Gott in seiner ganzen Verletzbarkeit anschauen, in seinen Schmerzen und in den Anschuldigungen und von den Intrigen böser Menschen, verfolgt. Wir müssen zusammen mit Jesus durch das Tränental gehen, weil das der Ort ist, an dem Auferstehung geschieht. Dazu schreibt Corrie einen prophetischen Eindruck. Ich fühle, wie der Heilige Geist die Gemeinde an einen neuen Ort ruft. Er nennt sich der Raum des Weinens. Dieser Raum ist ein Ort im Herzen Gottes, an dem seinem Volk göttliche Gefühle wiedergegeben und mitgeteilt werden. In der Offenbarung durch Jesus sehen wir mehrere Male, wie Gott selbst kommt und sich höchstpersönlich unserer Tränen annimmt, indem er sie abwischt. Das ist dieser Vers aus Offenbarung, wo es heißt, er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Es wird kein Schmerz mehr sein, noch Geschrei, noch irgendein Leid wird mehr sein. Gott möchte schon heute in dein und mein Tränental hineinkommen. Er möchte dir so nahe sein und dir mit seinem Daumen den Schmerz und die Tränen eines Traumas von diesem Zeitalter wegwischen. Nur ein weinender Gott kann unsere Tränen abwischen. Nur ein weinender Gott kann uns Auferstehungsleben bringen. Tränen und Auferstehungsleben gehören echt zusammen. Sie gehen Hand in Hand. In Hebräer 4, Vers 15 wird uns ja das berichtet. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden sind, doch ohne Sünde. Gott führt uns an einen tieferen Ort des Gebets und Tränen werden diesen Geist des Gebets begleiten. Corrie berichtet in seinem Buch von einer seiner persönlichen Glaubensentwicklung, einer Situation, wo ich dachte, hey, das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Und das ist so sein Zeugnis geworden, was ich auch wirklich nachvollziehen konnte.
Denn Cory hatte jahrelang den Herrn mit seinen Bitten angefleht, dass er ihn doch mitten in der Nacht wecken sollte, damit er Fürbitte für die Verlorenen, für den Durchbruch in den Nationen mit Jesus gemeinsam machen könnte, darum ringen könnte, beten könnte, flehen könnte. Er sehnte sich verzweifelt danach, hatte aber ein Problem. Und das war das, dass er wohl auf der einen Seite dieses Bitten und Flehen hatte, Herr, wecke mich auf in der Nacht. Und auf der anderen Seite hat er bemerkt, wie er nachts geschlafen hat, wie ein Stein. Und es war fast unmöglich, ihn aufzuwecken. Dann passiert eines Nachts etwas Eigenartiges. In einer Nacht, an einem sehr frühen Morgen um 3 Uhr, wurde er mitten aus dem Schlaf gerissen und geweckt. Und er konnte die Stimme hören und er wusste ganz genau, dass es der Herr war, der ihn jetzt geweckt hatte. Die Stimme war sanft, aber bestimmt und sagte, Cory, steh auf und verbringe Zeit mit mir. Cory beschreibt diese Situation jetzt so. Ich wusste, dass es Gott war und ich hörte ihn klar und deutlich. Aber ich wollte nicht aufstehen. Lass es mich so ausdrücken. Ich wollte schon aufstehen, aber mein Körper wollte nicht. Ich war müde und so schlief ich schnell wieder ein. Etwa 5 Minuten später weckte ihn der Herr mit den gleichen Worten. Cory, steh auf, verbring Zeit mit mir. Diesmal klang die Stimme etwas bedrängender. Doch er war unfähig aufzustehen, weil er einfach müde war und schlief wieder ein. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das. Nochmal erlebt er die gleiche Stimme, die ihn weckt. Und jetzt erkennt er an Sprache und Ton, dass es wohl Schwierigkeiten geben würde, wenn er jetzt nicht sofort aufstehen würde. So gelang es ihm also. Er setzte sich bewaffnet mit Schreibzeug, Laptop oder was auch immer, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, setzt sich in seinen Sessel, ja, mit der Bibel und Schreibzeug bewaffnet und sagte, so Herr, hier bin ich. Er betete in Zungen, wartete, aber er hörte nichts. Nach einer halben Stunde des Wartens ging er zu Bett. Er hat es aufgegeben, zu warten, zu bleiben. Frustriert über sein Verhalten, dass er nicht gleich beim ersten Rufen des Herrn aufgestanden war, obwohl er doch wusste, dass das genau die Antwort Gottes auf seine vielen Gebete gewesen war. Und über dieses Versagen jetzt und dieses Unverständnis, er war so richtig durch und durch frustriert, gestresst und echt entmutigt. Warum hatte Gott denn jetzt nichts gesagt? Er hatte ihn doch geweckt, also musste er doch eine Botschaft für ihn haben. Und was war? Stille, nichts. Das war die Frage, die ihn umtrieb. Schließlich erzählte er einer Mitarbeiterin von dieser nächtlichen Aktion. Sie hörte sich auch alles an und dann antwortete sie mit einer Antwort, die war für den Cory dann doch etwas überraschend. Sie sagte zu ihm, er wollte dir gar nichts sagen. Er wollte einfach nur, dass du mit ihm zusammen bist, weil er wach war, Cory. Er nennt dich einen Freund und ein Freund liebt zu jeder Zeit. Diese Erkenntnis wühlte ihn völlig auf. Er, Gott, wollte nur mit ihm Zeit zusammen haben? Eine Zeit des Wachens? Nur das? Er begann in der Bibel zu forschen und kam zu diesem Bericht, zu der Situation damals, als Jesus mit den Jüngern im Garten Gethsemane war. Den Bericht
kennst du ja auch. Jesus wollte, dass in dieser dunklen Nacht drei seiner Jünger, diese besonderen drei Männer, mit ihm zusammen wachten. Hier an diesem besonderen Ort, Gethsemane, nahm er seine drei Vertrauten mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sehen eine Seite von Jesus, die die anderen Jünger nicht sahen. Sie wurden Zeugen der Qualen, die Jesus litt. Er sprach zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. In diesem Kampf wünschte sich Jesus, dass diese seine Freunde mit ihm wachen würden. Zweimal kam er zurück und fand sie jedes Mal schlafend. Sicher, es war die Nacht, die an den Auszug des Gottesvolkes aus Ägypten erinnerte. Es war keine Nacht, wo jemand schlief, aber es war noch viel, viel mehr. Jesus wollte, dass sie, seine Freunde, mit ihm wachend und betend sein würden. Corrie beschreibt das so: Ich bin überzeugt, dass wir keine Ahnung davon haben, was es bedeutet, ein Freund Jesu zu sein. Es bedeutet viel mehr, als nur etwas zu begreifen. Ein Freund Jesu bedeutet, also ein Freund Jesu zu sein, bedeutet, ihn zu lieben. Es bedeutet, mit ihm zu reden, ihm zuzuhören, mit ihm wach zu bleiben. Mit Jesus befreundet zu sein bedeutet oft, in schwierigen Situationen und schweren Umständen mit ihm zusammenzustehen. Manchmal vermasseln wir es, wie die drei Jünger, und wir wachen und beten nicht. Stattdessen schlafen wir oder wir verleugnen ihn so wie Petrus, wie es uns in Lukas 22, Vers 54 beschrieben ist. Petrus, der Jesus verleugnete, als er wegen der Frage von Fremden im Wachhof einknickte und leugnete, jemals mit Jesus zusammen gewesen zu sein. Und wir lesen diese Worte in diesem Text in Lukas 22, Vers 62. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Corries Frage an uns als Leser ist dann: Hast du Gott schon mal so bitter enttäuscht? Hast du schon mal entdeckt, dass du doch nicht so hingegeben bist, wie du dachtest, dass du es wärest? Und das stimmt. Oft sind wir an Dinge gewöhnt, an Aussagen von der Bibel. Sie sind nicht mehr so ergreifend für uns. Wir bewerten das, was wir gehört haben, wie ein Notensystem und antworten dann manchmal: Ach, das war nichts Neues für mich, das war auch nichts für mich, das hatte mir auch nicht mehr so viel zu sagen, ja, das habe ich ja auch schon mal gehört und ähnliche Dinge. Vielleicht gehen deshalb so viele gläubige Menschen frustriert aus dem Hören des Wortes Gottes, wo und in welcher Form auch immer, weil das Echo in ihren Herzen fehlte. Es kam nicht zur Veränderung, weil man vielleicht eingeknickt ist in den Erwartungen, weil man vielleicht überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, dass wirklich etwas Bewegendes passiert, weil sich das Wort Gottes nicht mehr mit dem Glauben verband. Das, was Petrus noch hält, was ihn dennoch hält, ihn auch neu aufrichtet, das ist allein die Tatsache, die uns in Lukas 22, Vers 31 bis 32 beschrieben ist, wo Jesus sagt: Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt und euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört.
Hey, wenn du in so einer Situation bist, dass du sagst, oh ja, stimmt, ich war doch nicht so ganz dabei. Ich war doch nicht so berührt. Ich war doch nicht wirklich so oder so oder so, wie ich es eigentlich gesagt habe, wie ich es erwartet habe, wie ich es wollte. Und du bist frustriert zurückgeblieben. Du hast dich hingesetzt und gesagt, ja, dann ist es eben so. Dann musst du dich an dieses Beispiel aus der Bibel erinnern, dass Jesus gesagt hat zu Petrus, der wirklich sogar ein prophetisches Wort von Jesus gehabt hat. Du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Wenn er sich doch nur daran erinnert hätte. Aber es heißt dann, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Corries prophetisches Wort in diesem Zusammenhang für unsere Zeit jetzt ist, wir brauchen eine neue Generation von prophetischen Botschaftern mit Herzen, die von den Worten, die sie aussprechen, selbst tief getroffen worden sind. Wir brauchen Botschafter, die wach geblieben sind und mit Jesus geweint haben. Wir brauchen Apostel, die mit dem weinenden Gott geweint haben, deren Herzen eine Last der Besorgnis um die Gemeinde, um Israel und die Nationen tragen. Ein letzter Gedanke in diesem Buch, den ich euch noch mitgeben möchte von Corrie, ist etwas, was jetzt besonders wichtig ist für die Leute, die Kinder haben. Er berichtet in diesem Zeugnis, wie er und seine Frau die Tochter zu einer Schule bringen mussten, die weiter weg war. Die Tochter war mittlerweile schon 20 und Corrie macht sich nun Gedanken darum und eigentlich macht er sich Sorgen darüber, ob sie auch alles mitbekommen hat, also ob sie als Eltern sie so erzogen haben, ihr so viel an Weisheit, Erkenntnis und allem mitgegeben haben, auch an Glauben und all diesen Dingen, dass sie jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt alleine zurechtkommen würde. Und er fügt das in sein Gebet ein. Also er ringt darum, dass Gott doch mit ihr ist und dass er dem Wunsch gemäß handelt, den sie als Eltern haben, dass er doch in dem Herzen seiner Tochter mehr Raum gewinnt, dass sie sich auf Gott fokussiert, dass sie mit ihm in ihrem Leben da weitergeht. Und Corrie wollte unbedingt in seinem Gebet von Gott auch eine Antwort haben. Und dann hört er den Satz, fülle meine Tränen in deine Flasche. Das war besonders. Corrie beschreibt es dann so. Plötzlich hörte ich diesen Satz und dann sah ich vor meinem geistlichen Auge, wie ich 4 oder 5 Mal in diesen letzten 20 Jahren wegen unserer Tochter heftige Gebetszeiten mit Gott hatte. Voller Tränen, voller Emotionen, die aus meinem tiefsten Inneren kamen. Wie alle Eltern wissen, gibt es diese Phasen, in denen der Feind darauf aus ist, sich unserer Kinder zu bemächtigen. Und dann müssen wir zu Gott schreien, sie zu verschonen und sie heil durch diese Zeiten hindurchzubringen. In diesem einen Moment sah ich 4 solcher Phasen vor meinem geistlichen Auge. Nachdem mir diese Szenen durch den Kopf gegangen waren, hörte ich einfach ein Flüstern des Herrn, der zu mir sagte, Corrie, ich hab sie. Als ich diesen Satz hörte, waren alle Angst, alle Besorgnis und die Gefühlswirbel sofort aufgelöst und ein großer Friede und eine Freude überfluteten meine Seele. Er findet dann diesen Satz, fülle meine Tränen in deine Flasche im Psalm 56, Vers 9 und schreibt dazu, dieses Gebet von David ist so tiefgehend und es gibt mir eine solche Zuversicht, dass jede Phase, durch die ich hindurchgehen muss, von Gott gesehen wird und er in jeder Lebensphase seine Absichten durchsetzt. Gott hat einen Krug und er hat ein Buch. Gott bewahrt alles auf und beachtet
jedes Gebet, jede Träne, jeden Seufzer, jedes Flüstern. Gott verschwendet nicht eine einzige Träne. Jede geweinte Träne, die du schon längst vergessen hast, wird bei Gott nie vergessen sein. Ich glaube, dass er alle diese Dinge, so schreibt Corey, dass er alle diese Dinge aus diesem Zeitalter zum Zweck seines göttlichen Moments, also dieses Kairos-Moments, aufbewahrt, wo er sie in Form von Errettungen, Befreiungen und Wiederherstellungen ausgießt. Ich glaube auch, dass Gott unsere Tränen aufbewahrt und dass sie im Zusammenhang mit Belohnungen in den zukünftigen Zeitaltern stehen. In Offenbarung 5, Vers 8, da sehen wir, dass ein Tag kommen wird, an dem die Schalen im Himmel voll von den Gebeten der Heiligen sein werden. Goldene Schalen voller Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Gott wird volle Gebetsschalen brauchen, um seine Absichten auf der Erde hervorzubringen. Jesaja 25, Vers 8 sagt uns, denn er wird den Tod verschlingen ewiglich und Yahweh wird die Tränen von allen Augen, von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn Yahweh hat's gesagt. Wenn du also ein Elternteil bist, dann hast du bestimmt schon viele Tränen für und um deine Kinder geweint. Du hast geweint und geweint und um ihre Errettung, um ihre Befreiung, um ihre Heilung und ihren Schutz zu erbitten. Und ich möchte, dass du hörst, wie der Herr sagt, ich habe jede einzelne deiner Tränen in meinem Krug aufbewahrt. Mein Freund, er wird das Wasser, dein Wasser in Wein verwandeln. Er wird die Orte deines größten Schmerzes in Orte größter Freude verwandeln. Und hier will ich nochmal ein persönliches Zeugnis, gerade wo es hier darum geht, um die Tränen in den Krug gesammelt, weitergeben. Wir haben schon viele Umzüge hinter uns gebracht und eines Tages, als wir wieder mal umziehen mussten, ich das Haus renovieren mussten, saß ich auf der Treppe und habe geweint und geweint und geweint, weil es war mir alles zu viel, es war mir alles zu schwierig und vor allen Dingen habe ich dann gebetet, Herr, warum habe ich oder warum haben wir keine Heimat mehr? Warum können wir nicht sagen, ja, das ist unsere Heimat, da wohnen wir, das gehört uns, das bleibt. Und mitten in dieses Weinen, damals habe ich auch noch Radio gehört, und in dieses Weinen um diese Heimatlosigkeit und mit dem Umzug und Neues eingewöhnen und alles, höre ich, wie in dem Radio ein Bericht gesendet wird, wo ein Journalist mit einem katholischen Pater im Gespräch ist und es geht um die Heimatlosigkeit. Ich war total erschrocken, als ich das höre, und die Quintessenz war genau dieser Bibelvers. Ich habe deine Tränen in meinen Krug gesammelt, und es war für mich eine solche Bestätigung, eine Ermutigung, ein Trost, wie ihn mir niemand anders hätte sagen können. Ich wusste auf einmal, Gott hat das alles gesehen. Gott hat diese Tränen nicht übersehen. Er hat nicht einfach gesagt, naja, die Situation ist jetzt eben so und jetzt komm mal höher, komm mal weiter, komm mal tiefer, wird schon, sondern er hat mir das zugesprochen. Alle deine Tränen habe ich in meinem Krug gesammelt. Dieses Buch hier von Corey Russell, das hat mich wieder neu inspiriert, mich neu bewegt und ausgerichtet, mein inneres Empfinden zu öffnen, dass der Herr mein ganzes Wesen erfüllen kann und erfüllen will. Ich möchte nicht nur mit Wissen, mit Information und das wusste ich ja schon immer und das Bibelwort habe ich auch schon immer gehört und so möchte ich nicht weiter so in meinem Glaubenslauf
unterwegs sein. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern mit seinem Geist. Ich will mehr weich sein in meinem inneren Menschen für das Reden Gottes, was für ihn wichtig ist. Ich will mit ihm wachen, ich will mit ihm zusammen sein. Ich will, dass er spricht und ich wirklich höre und dass ich wirklich berührt bin von dem, was er mir sagt. Sicher, die Gebetsanliegen, die wir so bekommen von euch, die ihr uns zuschickt, wenn sie auf meinen Rechner kommen, dann berühren sie mich zutiefst. Dann muss ich oft weinen, weil sie mich wirklich erkennen lassen, in welcher Situation die Menschen sind und wie sie wirklich dringend, dringend, dringend eine Berührung Gottes brauchen, wo es wirklich zu einer Öffnung kommen muss, zu Befreiung kommen muss, wo es zu einer tieferen Gründung kommen muss, wo es zu einem Neuausrichten im Glauben kommen muss, damit die Dinge sich in ihrem Leben verändern, also wo es eine eigene Entscheidung geben muss, aber auch wo es wirklich einen göttlichen Moment, einen Kairos-Moment Gottes in den Menschenleben geben muss. Und wenn ich diese Anliegen sehe die und lese, oder auch vom Anrufbeantworter höre, dann bin ich zutiefst berührt. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich flüchte mich zu Gott. Ich flüchte mich, ich renne in diesen Thronraum hinein. Und ich weiß, dass ich nur allein dort bei dem Herrn diese Hoffnung, diese Zuversicht, diesen Zuspruch, diese Ermutigung bekomme, die ich brauche, damit ich wirklich im Sieg leben kann, damit ich den Sieg ausrufen kann, damit ich nicht in dieser Bedrängnis der Situationen bleibe, sondern mich erhebe und auf eine andere Ebene komme. Und die Ebene ist er. Das ist nämlich nicht mehr Herr oder Kraft, sondern Geist. Und das ist für mich sehr, sehr nötig. Das ist dieser Moment, wo ich ihm alles hinlegen kann, wo ich sage, das, was so unmöglich aussieht, ist möglich bei Gott. Möglich bei Gott. Es ist viel mehr. Ich habe in diesem Buch wieder ganz neue Dinge für mich entdeckt, die ich umsetzen möchte. Und ich will noch mal zum Schluss sagen, nicht jeder muss jetzt weinen, weinen, damit sein Gebet erfolgreich ist, sondern es geht darum, berührt zu sein vom Heiligen Geist, berührt zu sein im inneren Menschen, nicht aus Frustration, nicht aus Depression, nicht aus den Unmöglichkeiten unseres Lebens, sondern in dem Geist, der uns hilft, der unserer Schwachheit aufhilft und der wirklich an uns und unserem Leben interessiert ist. Und es ist dieses Gnadengeschenk, was unseren Herzensboden wirklich weich machen kann. So, ich möchte jetzt beten, dass wir in der richtigen Art und Weise dieses Thema, diesen Inhalt aufnehmen. Und Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dieses Buch, ich danke dir für diese Gedanken, ich danke dir für diese Worte, die mich wieder neu inspiriert, angesteckt und wirklich neu ausgerichtet und aufgerichtet haben. Ich danke dir, dass es dir so wichtig ist, wenn wir weinen, dass du jede unserer Tränen kennst und nicht nur das, du hebst sie auf, du fügst sie in die goldenen Schalen hinzu, dass was die Gebete der Heiligen sind und du wirst sie zu deiner Zeit als eine siegreiche, alles übersteigende Bewegung in dem Kairos-Moment, den du hast, wirst du sie ausgießen und du wirst alle Dinge verändern. Herr, wir preisen und wir ehren dich und ich bete für jeden, der jetzt hier zugehört hat, dass du ein tiefes Werk deiner Gnade in den Herzen tust. In Jesu Namen. Amen.